Hallo ihr Lieben, ich habe wieder einige Kerzen aufgebraucht. Ich habe es mir im Dezember bzw. November und Dezember richtig gut gehen lassen. Es ist einiges alle und ich möchte euch jetzt einfach zeigen, was ich alles aufgebraucht habe. Ich habe diesmal nichts mitgenommen, was ich sozusagen nur angefackelt habe. Außer einen Duft, den ich persönlich grauenvoll finde, aber ich weiß, dass einige auf diese Düfte sehr stehen und deswegen möchte ich Ihnen am Ende des Videos, wenn ich mit allen aufgebrauchten fertig bin, euch einfach vorstellen und vielleicht hat da jemand Bock drauf, weil er sagt, den kenne ich, den liebe ich auch schon oder ihr wollt es einfach mal ausprobieren, wie das riecht und dementsprechend würde ich am Ende des Videos noch diesen Duft verlosen. Bleibt also dran. So, ansonsten lege ich los wieder von groß nach klein. Ich habe ein mittleres Glas leer gemacht. Ein Duft, den ich in dieser Jahreszeit extrem geliebt habe, ist ein Halloween-Duft, Forbidden Apple, ein wunderschönes Glas. Ich glaube, die haben jetzt mal wieder die Verpackung geändert. Also dieses Jahr gab es andere Gläser. Ich habe mir aber keins bestellt, weil ich eben noch das aufzubrauchen hatte und ich habe noch zwei oder drei Tarts. Ist ein ganz wunderbarer, fruchtig, frischer, grüner Apfel. Also so ein richtig grüner, spritziger Apfel. So geil. Ja, also ich habe den extrem geliebt. Ich habe ihn auch schon leer geputzt. Nur das Schwarz ist unten schon so ein bisschen angedingert. Ja, kann man auch hier sehen. Und ja, also fand ich fantastisch. In das leere Glas werde ich dann entsprechend meine Forbidden Apple Tarts reintun. Und ja, ich kaufe mir jetzt erstmal noch kein neues Glas, weil ich genügend Düfte aufzubrauchen habe und ich glaube, die sind auch immer ein bisschen schwer zu kriegen, aber spätestens nächstes Jahr im Oktober darf bei mir wieder eins einziehen. Gibt es, glaube ich, nur im mittleren Format und im Tartformat bilde ich mir einen und halt in diesen Votivkerzen und ja, aber ich denke mal, ein Glas kann da ruhig wieder nächstes Jahr her. Habe ich sehr genossen, definitiv ein Highlight. Weniger ein Highlight ist folgender Duft. Ich weiß, viele lieben ihn. Das ist ein Duft, den ich schon seit 3 Jahren habe. Das war damals meine erste Yankee Candle Bestellung. Nicht bei Duft und Raum, sondern ich glaube bei Candle Dream oder so. Und alle haben davon geschwärmt. Ich habe mir ihn gekauft und zwar Vanilla Cupcake in diesem Tumbler. Und ich mag vanillige Düfte, aber diesen kann ich... Naja, ich kann nicht sagen, ich kann ihn nicht ausstehen, aber er war schon schwer erträglich. Der ist so in your face vanillig, wie ein fetter, süßer Vanillepudding, obwohl ich den sehr gern esse. Aber ich weiß nicht, es war mir einfach too much. Also es war mir damals too much. Damals habe ich, glaube ich, sogar Kopfschmerzen von gekriegt. Und da hatte ich nämlich dann aufgehört, Kerzen, Duftkerzen anzumachen. Ich habe mir zwar immer mal bei Ikea welche gekauft, zeige ich euch auch gleich, habe ich ein paar aufgebraucht, aber nach diesem Glas war für mich erstmal für lange Zeit Schluss. Ich hatte es mehreren Leuten angeboten, ob sie diesen Duft haben wollen. Ich glaube ja, das Glas war noch bis hierhin voll oder so und im Endeffekt habe ich ihn dann aber einfach im Bad angemacht. Also Bad ist für mich ein Platz, wo ich entweder geile Düfte habe, die gut ins Bad passen oder Düfte, die ich irgendwie, ich sag mal, alle kriegen wollen. Ich meine, sie sorgen ja trotzdem dafür, dass andere unangenehme Düfte verschwinden. Den hatte ich auch im Bad an. Das war Bad und Arbeitszimmer. An beiden Orten sehr fruchtig, frisch. Und den hatte ich im Bad an einfach... Ja, ich bin ihn halt sozusagen nicht losgeworden. Also ich hätte gerne jemand anderen damit glücklich gemacht. Und alle fanden ihn aber too much. Und ich finde ihn auch too much. Ich zeige euch gleich noch... bei den, ich glaube, bei den Samplern hatte ich auch noch was Vanilliges. Liebe ich sehr, aber der ist einfach, wir waren keine Freunde. Ich weiß, viele lieben ihn. So, das sind auf jeden Fall meine zwei leeren Gläser. So, ich habe ja gesagt, der Größe nach. Ne? Ich habe zwei Ikea-Gläser, alle gemacht. Bei Ikea steht ja blöderweise nicht drauf, was es ist. Der grüne ist aber definitiv Apfel. Riecht auch fruchtig, frisch, spritzig, ähnlich wie der Forbidden Apple. Also es ist definitiv kein so ein süßer, roter, mehliger Apfel, sondern es ist definitiv was Grünes. Aber was mir aufgefallen ist, diese Gläser, ich meine von Ikea, die sind ja spottbillig. Ich glaube, die kosten 2,95 so ein Glas oder so. Hält relativ lange, ist nicht gut abgebrannt. Also ich habe da immer
ordentlich, ich habe solche selbstgestrickten Stulpen, also hier für einen Arm, und da hatte ich dann immer so ein Ding drumherum. Ich werde demnächst definitiv mal noch selbst mir so ein paar Kerzen, Glaswärmer häkeln. Aber hier musste ich immer nachhelfen und vor allem hier an der Seite auch immer mal was runterdrücken, ne? So dass man so einen ordentlichen Pull hat. Ja. Hat mich nicht so überzeugt. Also der Apfelduft, der war noch lecker, immerhin. Er hat definitiv nicht den ganzen Raum gefüllt. Und er ist, wie gesagt, schlecht abgebrannt. Und vom Duft her noch ein bisschen schlechter gefallen hat mir der Weiße. Das ist übrigens Erdbeere, kommt man erstmal nicht drauf. Der hat kaum eine Duftabgabe. Also man, wenn man dran riecht, weiß man, ganz, ganz vorsichtig ist hier irgendwas Süßes, Erdbeeriges drin, aber das ist definitiv kein Nachkaufprodukt. Also der Apfelduft kann ich mir gut vorstellen, wenn ich mal Bock habe auf einen schnellen Apfel und ich habe keinen Forbidden Apple, dass ich mir so ein Ikea-Glas hole, aber das Apfel war definitiv keine Wucht. Jo, dann habe ich noch was alle gemacht, das habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Das ist von Party Light Banana Leaf. Also Bananenblatt eigentlich, aber es hat definitiv schön nach Banane gerochen. Aber es war definitiv kein Housewarmer. Ist es ja auch nicht, ne? Aber so drumherum war so ein bisschen eine leichte Bananennote, die auch lecker war. Aber ich glaube, Party Light ist gar nicht so billig. Und dafür hat es definitiv kein Duftumfang gehabt. Ne? Aber war ein schöner Duft. Ist jetzt alle. So, kommen wir wieder zurück zu Yankee Candle. Ich habe einige Sampler noch alle gemacht. So, hier drin war... Ach ja, genau. Ich hatte damals, als ich den Vanilla Cupcake bestellt habe, hatte ich mir einige Sampler bestellt. Und die hatte ich damals irgendwie schon ausgepackt. Also ich hatte hier noch irgendein, genau das Glas, das kennt ihr noch gar nicht vom letzten Mal. Da war etwas drin und hier war etwas drin. Ne, also hier, das ist ja nur, hier war nichts drin. Also hier war schon eine Kerze drin und dann hatte ich halt eine, die war ausgepackt. Und es waren beides weiße Kerzen. Also ich weiß, das sieht jetzt rot aus, weil hier war früher mal eine rote Kerze drin. Und danach war aber so eine weißliche und das hier war auch eine weißliche. So, und es ist entweder, habe ich das hier? Genau, entweder Fireside Treats oder Christmas Cookie. Also ich weiß, ich hatte beide dementsprechend. In einem von beiden war Fireside Treats, in dem anderen war Christmas Cookie. Ich habe halt bloß kein Label. So, ich weiß also, ich habe definitiv beide abgebrannt. Die waren beide lecker. Ich habe beide auch noch da. Ich habe einen Fireside Treats auch nochmal alle gemacht. Ich liebe diese Düfte. Ja, ich kann es euch jetzt bloß nicht... Oh, geil. Kann es euch bloß nicht zeigen. Also ich glaube, das ist Christmas Cookie. Der ist ein bisschen vanilliger. Ist wie eine schöne weiße... Also eine Milch. Jetzt wollte ich schon weiße Schokolade sagen. Also nicht schokoladig. Aber ich muss sagen, Christmas Cookie riecht für mich weniger nach Cookies, also nach Keksteig. Also auch nicht bei den Tarts, die ich jetzt noch so angebrochen hatte. Sondern es riecht für mich eher wie eine warme Milch mit so ein bisschen Vanillearoma. Liebe ich total. Also, ja, Christmas Cookie. Und das hier war, glaube ich, Fireside Treats. Und da sage ich gleich noch was dazu. So, nur der Vollständigkeit halber. Ich ärgere mich halt selbst, weil ich da die Labels abgemacht hatte. So, hier habe ich nämlich noch einen Tart, komme ich gleich dazu. Der Reihe nach. Der Reihe nach, was ich euch zeigen kann, ist Berry Trifle. Habe ich eins alle gemacht, ein Sampler. Eine Motivkerze, riecht wunderbar, fruchtig nach Cranberry. Und halt dieser, Quatsch, nicht nach Cranberry, jetzt war ich bei dem anderen. Es riecht auch nach Cranberry, aber auch, war nämlich gerade ein bisschen irritiert, irgendwie ist falsch. Es riecht nach roten Beeren. Aber ich habe jetzt auch ein Glas, ein Housewarmer. Und der hat definitiv mehr Duftentwicklung. Also mir ist allgemein auch aufgefallen, auch bei den zwei anderen, bei Fireside Treats und bei Christmas Cookie, dass diese kleinen Sampler nicht allzu viel Duft machen. Also man merkt schon, dass was da ist, aber sie schaffen es nicht wirklich, einen Raum zu füllen,
geschweige denn mehrere. Ne? Also wenn ich einen Housewarmer in meinen Flur, oh, ich habe ganz schön Wortfindungsstörung heute, in meinen Flur stelle, dann schafft der Duft es durchaus auch in mehrere Räume, wenn ich da nicht zufällig auch noch eine Kerze stehen habe. Ne? Und ja, ich meine, gut, die kleinen Dinger, die sind auch relativ günstig. Ne? Es hat schön bärig gerochen, ne? Nach Cranberries, nach den anderen roten Beeren, ein bisschen süßlich, fruchtig. Ne? Also im Moment, ich Bock habe auf so einen schönen Bärenduft, aber ich denke, ich werde mir da keinen Sampler mehr kaufen. Also bei Fireside Treats und Christmas Cookie ist genau dasselbe. Entweder ein Housewarmer oder ein Tarte. Und bei den Tarten muss ich ja sagen, ich weiß, manche benutzen ein ganzes Tarte oder ein halbes Tarte. Bei vielen Tarts benutze ich tatsächlich nur ein Vierteltarte. Und das heißt, man kann so ein kleines Tarte viermal in die Duftlampe hauen. Da kriegt man schon ganz schön viel raus. Ne? Und dadurch, dass die Duftlampe ja insgesamt ein bisschen flacher ist, habe ich das Gefühl, dass sich das Duft wesentlich besser verbreitet als bei dieser Oberfläche. Ja, also ich denke, allzu viele Sampler-Gläser werde ich euch in nächster Zeit nicht mehr zeigen. So, war aber grundsätzlich lecker. Und das letzte Glas war ein bisschen Überraschungsduft, den habe ich nur der Vollständigkeit halber gekauft, nämlich Bridges Brew. Auch ein Halloween-Duft. Und ich liebe ja den Forbidden Apple, ich liebe auch den Candy Corn. Aber das ist ja ein reiner Patchouli-Duft. Und ich mag zum Beispiel Patchouli von Lush, also die Karma Cream als Body Lotion. Mein Gott, wird Zeit, dass Weihnachten ist, nicht die Kamera ausmache. Oder es gibt auch die Karma, wie heißt denn das? Karma, naja, auf jeden Fall das Duschbad, das Feste. Was man so ein bisschen in der Wanne zerbröseln kann, liebe ich total. Und ich hatte es mir auf gut Glück mal bestellt. Ich hatte dran gerochen und dachte mir, boah, ist ja ganz schön heftig. Ne? Willst du das wirklich anmachen? Und deswegen hatte ich es erstmal so ganz vorhalten ins Badezimmer gestellt. Ne? Wie gesagt, Düfte, bei denen ich mir nicht sicher bin oder die irgendwie aufgebraucht werden müssen, ins Bad. Und es war geil. Also angebrannt riecht der Bombe. Also das ist ein Duft. Einer der wenigen, von denen ich mir vorstellen kann, dass der als Sampler auch Sinn ergibt. Also dieses Patchouli war wesentlich leichter und schön fluffig und angenehm in der Luft als hier. Also wenn ich hier dran rieche, da denke ich mir schon wieder, oh, viel zu viel. Ja, viel zu viel. Aber wenn er sich dann verteilt, also definitiv positive Überraschung, hat mir sehr gut gefallen. So, habe ich euch das eigentlich gezeigt? Ja, habe ich, ne? Sieht doch extrem geil aus. Also sieht das Glas auch geil aus. So, wobei ich es bereue, dass ich mir kein Candycorn-Glas dieses Jahr gekauft habe, aber der Reihe nach. So, aufgebraucht habe ich, dachte es waren drei, ja, jetzt sind nur zwei da, zwei solche Teelichter, die sehen jetzt erstmal nach nichts aus. Und zwar habe ich mir die letztes Jahr bei IKEA gekauft. Ich glaube, da drin sind 32, ich glaube, hier sind 32 von diesen großen Teelichtern drin. Und für ein paar Euro extrem günstig. Und sieht man ganz gut hier irgendwie Winterbeeren und genauso hat es gerochen. Also es war echt geil. Ich muss sagen, manchmal bietet IKEA was richtig Geiles für wenig Geld und manchmal ist es halt ein bisschen mistig. Ne? Und ich wollte es euch aber nur zeigen, wer nicht so viel Geld ausgeben möchte für diese teuren Yankee Candle Gläser, aber trotzdem einen schönen Bärenduft haben möchte, diese Teelichter. Die brennen 9 Stunden, ne, wie gesagt, sehen nach nichts aus. Und ja, 9 Stunden steht ja auch. Ja, das kann ich echt nur empfehlen. Hatte ich dann immer, ich habe so solche Gläser und wenn man das reintut und es ist dunkel, dann hat man auch so ein schönes Licht. Habe ich blöderweise jetzt nicht dran gedacht, euch das zu zeigen. War top. Schafft es jetzt nicht, den ganzen Raum zu füllen, aber wenn man das irgendwie neben sich hat, auf dem Tisch oder so, neben sich auf dem Schreibtisch stehen hat, ist ein wunderbarer bäriger Duft. Also da freue ich mich auch. Ich glaube, 6 Gläser habe ich noch. Also 6 solche 9-Stunden-Dinger. Ne? Top Ding. So, dann habe ich ein Produkt aufgebraucht, was ich fast schon verabscheut habe. Und zwar immer wieder angefixt von der Patty Hot Chocolate von Kringle Candle.
war ständig ausverkauft. Immer wenn sie ein Video gemacht habe, wollte ich mir diesen Duft kaufen. Und das werden sich sicherlich auch alle anderen gedacht haben. Und irgendwann habe ich mir dann dieses Daylight gekauft. Das ist das einzige Daylight, was ich tatsächlich abgebrannt habe, so wie es ist. Ansonsten alle anderen Daylights, die ich mir dieses Jahr später gekauft habe, habe ich tatsächlich rausgenommen und getrittelt. Und benutze die sozusagen als Melz und habe da wesentlich länger was davon. Hier steht es jetzt auch nicht drauf, aber ich bilde mir ein, irgendwas zwischen 9 und 15 Stunden brennt die auch. Und ja, aber wenn ich so ein Drittel Melt in die Duftlampe packe, ich habe jetzt 6 Stunden Teelichter, ich haue da zweimal ein Teelicht runter, also mit einem Melt 12 Stunden, 12 mal 3, da kommt schon ein bisschen was bei rum. Ne? Und als ich das erste Mal gerochen habe, kalt, dachte ich mir, das ist eine schöne, heiße Schokolade mit so ein bisschen Haselnusssirup. Bombending. Aber seit ich dem, mir wird fast schlecht vorne, also seit ich den das erste Mal warm anhatte, ich finde ihn eklig. Ich finde ihn einfach nur eklig. Ich weiß nicht, was es ist, ob der mir zu süß ist. Ich hab lange gebraucht, bis dieses Ding alle ist. Ich habe es übrigens nicht im Bad angemacht. Ich fand ihn zu schlimm fürs Bad. Ich hatte ihn dann immer in der Küche an, wenn ich irgendwie was gebraten habe und damit der Duft weg ist. Ich bin froh, dass dieses Ding alle ist. Kann man sich nicht vorstellen. Ich war so heiß auf den Duft, wie sicherlich viele andere auch. Viele lieben ihn auch. Meins war es nicht und mit Hot Chocolate bin ich durch. Gut. Zeige ich euch mal noch meine Tarts. Ich hatte ja schon in dem im letzten Video gesagt, wir hatten in unserer kleinen Kerzengruppe ein paar Kerzen getauscht und verschickt. Und von der lieben Miriam von MJ Least hatte ich ja schon eine Probe von Crackling Woodfire. Und ich hatte auch eine kleine Probe von Sweet Strawberry. Das war nur ein Vierteltart und hier muss ich sagen, also war ein schöner Erdbeerduft, aber ich denke, ein Viertel ist hier zu wenig. Also ich glaube, das ist einer von den Tarts, wo ich gesagt hätte, mache ich mal ein halbes in die Duftlampe. War lecker, aber ein bisschen zu dünn. Irgendwann werde ich den sicherlich nochmal ausprobieren. Wobei ich halt sagen muss, ich habe zwei geile Erdbeerdüfte. Ich habe das Glas von Yankee Candle und zwar Summer Scoop, was so nach einem richtig süßen, schönen Erdbeereis riecht. Und was gerade bei mir im Bad an ist, ist Strawberry Jam von, ich glaube, von Goose Creek Candle. Das ist ein Glas mit zwei Dochten und das riecht wie ein fettes Erdbeerpüree. Und also egal, ob ich es im Bad anhabe, ob ich es im Wohnzimmer anhabe oder im Arbeitszimmer, in der Küche, im Schlafzimmer. Also das ist ein Duft, der wandert bei mir. Und der ist ein richtig fettes Erdbeerpüree, wie frisch pürierte Erdbeeren. Bombe. Ne? Deswegen, also ich weiß nicht, ob ich den Sweet Strawberry irgendwann mal, also vielleicht nehme ich mir mal einen Tart mit und probiere halt mal ein halbes aus. Ich denke dann so in der Sommerzeit rum. Und ansonsten würde ich aber wahrscheinlich eher zu Summer Scoop oder Strawberry Jam greifen, wobei ich da halt auch jeweils ein großes Glas habe. Ne? Also die reichen jetzt auch noch eine ganze Weile. Ich habe halt keine Ahnung, wann in diesem Aufgebraucht-Video ich euch mein großes Glas zeige, weil ich die halt durchprobiere, ne? Und nicht immer mal ein anderes anhabe. So, gut. Dann habe ich noch drei ganze Tarts aufgebraucht. Zum einen Sicilian Lemon. Den hatte ich, glaube ich, angeschnuppert, als die Steffi bei mir war. Und da hat sie gesagt, definitiv Kloduft. Und ich hatte, glaube ich, mal ein halbes Tart an. Ganz am Anfang und dachte ich auch, boah, ist der streng. Aber seitdem ich hier, also die zweite Hälfte, habe ich immer ein Vierteltart gemacht, finde ich den extrem lecker. Also es ist ein geiler Zitronenduft, den ich gerne im Bad oder auch in der Küche mal anhabe. Also den werde ich mir definitiv nachkaufen. Nur halt ist kein Kandidat für ein halbes Tart, weil da bombt es mich weg. Ne, aber den fand ich echt super. Wen ich auch geil fand, war Fireside Treats. Habe ich euch ja vorhin schon gezeigt als Sampler ohne wie ist denn das? Ohne Label.
riecht auch so. Ne? Also das ist der, der weniger nach Vanille riecht, sondern wirklich schön süß wie die Marshmallows. Ne? Also wie so ein bisschen leicht angebrutzelt. Ja, ein bisschen angebrutzelt, süß, karamellisiert. Hier habe ich ein halbes Quadrat. Also sowohl bei Fireside Treats, davon habe ich ja mehrere Tarts, als auch von Christmas Cookie, mache ich immer ein halbes rein. Bombending. Liebe ich voll. Habe ich es bereut, dass ich mir von beiden nicht ein Glas gekauft habe. Und ich denke, nächstes Jahr werden da bei beiden mal ein großes Jahr. Wird bei beiden Düften ein großes Glas einziehen dürfen. So, ansonsten, ich genieße den extrem. Und ja, vom Christmas Cookie habe ich halt erst ein halbes aufgebraucht. Habe ich aber jeweils noch ein paar da. So, und der letzte Duft, den ich alle gemacht habe, war Café Alfresco. Den mag ich am Anfang immer sehr. Der riecht wie ein richtig schöner Kaffee oder eher wie ein Eiskaffee. Ja, eher wie ein Eiskaffee. Süß, geiler Kaffeegeruch, milchig. Man spürt fast die Eiswürfel dabei. Aber nach einer Weile, wenn der länger an ist, ich weiß nicht, ob sich da der Duft ändert. Oder, also ich kann nicht sagen, dass er mir zu viel, nee, der wird mir nicht zu viel, sondern ich habe das Gefühl, dass sich der Duft ändert. Und da gefällt er mir eher weniger. Also so die ersten 1 bis 2 Stunden finde ich ihn geil und danach könnte ich ihn am liebsten wegstellen. Weiß ich noch nicht, was es mit dem Tart ist. Ich bilde mir ein, ich habe noch eins. Weiß ich nicht. Also ich werde definitiv nächsten Sommer nochmal eins ausprobieren, falls ich keins habe, dass ich mir mal irgendwie nochmal eins bestelle. Und ansonsten muss ich gucken, wie das mit mir und dem Duft weitergeht. Jo, das sind erstmal meine ganzen aufgebrauchten Schätze und jetzt zeige ich euch mal noch den Duft, den ich sozusagen nur angefackelt habe. Ich habe einen Melt ausprobiert. Ich fand es scheußlich, ich musste den Duft wieder ausmachen und mein Schatz auch. Also da bin ich den auch nicht losgeworden. Und deswegen mal gucken. Also falls ihr den schon kennt und mögt, dann schreit bitte. Und wenn ihr den nur ausprobieren möchtet, dann sagt das bitte auch. Und ja, ansonsten würde ich sagen, je nachdem wann ich das Video hochlade, ihr habt eine Woche Zeit zu kommentieren und dann werde ich ihn einfach verlosen. Es geht um Blueberry Muffin von Tringle. Sieht so aus, dachte ich erstmal, ist super, wie gesagt. Ich habe schon mal irgendwen von Schwärmen hören und Tringle macht ja so 5 Melts. Sag ich, oh, sag ich, das war, so sieht das aus, ne? Also drumherum sind 4 und einer in der Mitte. Ich finde ihn furchtbar. Ich weiß nicht, was das ist. Es könnte Blaubeere sein. Ich rieche hier kein Muffin. Ich rieche irgendwas Süßes, irgendwas, ich weiß nicht, Zitroniges, keine Ahnung. Ich kann diesen Duft nicht beschreiben. Es ist für mich kein Blueberry Muffin. Ich backe oft genug Blueberry Muffins. Ich weiß, wie die riechen sollen. Das ist es nicht. Falls ich irgendjemand von euch damit glücklich machen kann, schreibt es mir bitte und dann verlose ich den und dann verschicke ich den. Und ja, dann kann vielleicht noch jemand was damit anfangen. ich bin durch mit dem Ding. Jo, so sieht's aus. Das war erstmal wieder mein aufgebraucht bzw. abgefackelt Video. Ich freue mich schon auf die nächsten, durch die ich mich düfteln kann und die ich alle mache. Ich liebe dieses Format voll, bzw. ich liebe allgemein meine Kerzen, die ich hier überall immer aufstelle. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit meiner Duftmischung. Und ansonsten wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.